Auch wenn die Corona-Pandemie Deutschland selbst im Jahr 2021 noch voll im Griff hat, leider, gibt es natürlich irgendwann wieder so eine Art Normalität. Das heißt, wie in der Vorweihnachtszeit üblich, gibt es dann Weihnachtsfeiern im Betrieb oder auch die eine oder andere Faschingssitzung, auf die man gerne gehen möchte. Da gibt es dann natürlich Bier und Wein oder sonstige alkoholische Getränke. Und das möchten wir zum Anlass nehmen, um uns mal die Frage zu stellen, darf ich am Arbeitsplatz Alkohol trinken oder ist das völlig verboten? Viel Spaß beim Video. Als allererstes mal vorneweg, das Folgende gilt natürlich nicht für Unternehmen oder Berufsgruppen, die definitiv eine 0,0 Promille-Grenze haben. Wenn in eurem Betrieb eine Betriebsvereinbarung existiert, in der es heißt, kein Alkohol am Arbeitsplatz, dann heißt das auch, kein Alkohol am Arbeitsplatz. Ohne Wenn und Aber. Wie aber ist das im Büro oder bei Handwerkern? Darf der Chef da im Betrieb tatsächlich das Trinken von Alkohol verbieten? Es kommt darauf an. Im Grundsatz nach dem Gesetz jedenfalls nicht. Da ist es so, dass man von einem sogenannten relativen Alkoholverbot ausgehen dürfte. Gegen ein Bier, Richtung Feierabend vielleicht sogar noch, wird der Chef im Zweifel nichts sagen können. Denn ein Bier wird euch im Zweifel nicht daran hindern, eure Arbeitsleistung, so wie ihr sie schuldet, auch tatsächlich zu erbringen. Das ist der relevante Punkt, denn über diesen Punkt darf es nicht hinausgehen. Ganz klar, ihr müsst eure Arbeitsleistung als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich ordnungsgemäß erbringen. Das heißt aber selbstverständlich auch, dass ihr nicht absolut volltrunken auf der Arbeit seid, sondern die geschuldete Arbeit auch tatsächlich leisten könnt. Das gilt sowohl körperlich als auch geistig und eben auch für den Einfluss von Alkohol auf euer Nervensystem. Im Grundsatz wird also für die meisten Betriebe und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten, ein Bier mag noch okay sein, aber zu viel Alkohol sollte es definitiv nicht werden. Wie ist das jetzt aber mit Feiern im Betrieb? Darf man das? Dürft ihr das organisieren? Da würde ich euch wirklich empfehlen, das mit eurem Chef abzusprechen. Wenn der sein Okay gibt und beispielsweise sogar vielleicht früher Schluss macht, dann ist das überhaupt kein Problem. Denn dann sagt er als Arbeitgeber, alles in Ordnung, an diesem Tag dürft ihr die Sau rauslassen. Gibt er sein Okay allerdings nicht, dann müsst ihr vorsichtig sein, denn im Zweifel kann ja auch dann wieder eure Arbeitsleistung darunter leiden. Das heißt also völlig egal, ob wir Karnevalsfeierlichkeiten haben oder beispielsweise eine betriebsinterne Weihnachtsfeier, die irgendwann während der Arbeitszeit stattfinden soll. Wenn der Chef sein Okay gibt, ist auch das in Ordnung. Und wie ist das am Morgen nach der Weihnachtsfeier? Also ich meine, nicht jeder Betrieb schafft es ja, seine Weihnachtsfeier auch auf einen Freitag zu legen beispielsweise, wo dann am nächsten Tag vielleicht nicht gearbeitet werden muss und verkatert ins Büro. Geht das? Das muss man tatsächlich sagen, kommt, Achtung, Standardjuristenantwort, darauf an. Wenn ihr eure Arbeitsleistung wie geschuldet erbringen könnt, dann ist das im Zweifel kein so großes Problem. Sagen wir also beispielsweise, ihr habt keinen Außendienst, ihr müsst also nicht mit Kunden in Kontakt treten und habt einfach nur ein paar Sachen abzuarbeiten, dann kann es durchaus sein, dass ihr auch mit Restalkohol auf die Arbeit dürft. Achtung, das heißt natürlich nicht, dass ihr mit Restalkohol auch Auto fahren dürft beispielsweise, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also auf die Arbeit kommen und auf der Arbeit sein dürfen, muss man hier ganz klar trennen. Seid ihr aber vom Vortag noch so alkoholisiert, dass ihr, sage ich mal, keine zwei Schritte geradeaus gehen könnt, ohne zu torkeln, in dem Fall ist es durchaus denkbar, dass ihr eure Arbeitsleistung gerade nicht wirksam anbietet. Wenn euer Chef beispielsweise
soll durchaus Chefs geben, die das so machen, sagen, am nächsten Tag kommt, wer kann und wer nicht kann, ist auch okay, seid ihr dann fein raus. Andernfalls kann es aber durchaus sein, dass ihr unentschuldigt fehlt, im Sinne von, ihr habt natürlich keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, denn Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gibt es nur bei Krankheit. In dem Fall kann es durchaus sein, dass euer Chef euch den Lohn für diesen Tag auch wegkürzt oder ihr beispielsweise im Nachhinein noch Urlaub dafür abgezogen bekommt. Dabei ist es in dem Fall, dass ihr stark alkoholisiert zur Arbeit kommt, sogar so, dass ein Arbeitgeber durchaus gegen Schutzvorschriften verstoßen kann, wenn er euch tatsächlich arbeiten lässt. Im Zweifel lasst ihr dem Arbeitgeber also gar keine andere Wahl, als euch wieder nach Hause zu schicken, wenn ihr stark alkoholisiert zur Arbeit kommt. In dem Fall kann es sogar sein, dass euer Arbeitgeber euch eine Abmahnung ausspricht. Was da zu beachten ist, das haben wir in früheren Videos erklärt, die ich euch hier oben in der Infokarte nochmal verlinke. Ansonsten gilt das gerade Gesagte. Wenn es keine betriebliche Vereinbarung gibt oder ihr zu den Berufsgruppen zählt, die ohnehin keinen Alkohol am Arbeitsplatz konsumieren dürfen bzw. auch 0,0 Promille haben müssen, wenn sie zur Arbeit erscheinen, kann euch ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in der Mittagspause nicht negativ ausgelegt werden. Für die ganzen kommenden Feiern im Betrieb und außerhalb davon wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dahin, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, läutet die Glocke und schreibt mir einen Kommentar, was euch zum Thema Arbeitsrecht vielleicht noch so interessiert. Wie immer bleibt mir am Ende auch nur zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Thomas.